Guck mal, der Deutsche Esperanto-Bund macht einen Kurzfilmwettbewerb. Echt? Zeig mal. Toll. Wollen wir da mitmachen? Klar, so schwer kann das ja nicht sein. Ja? Ich habe Hunger. Sag mal, ist dir auch noch nichts eingefallen? Nee. Und? Nichts. Hast du jetzt eine Idee? Eigentlich weiß ich nur, was ich nicht will. Na, schieß los. Kein Realfilm. Nimmst du Schlipsträger, ist es nur was für Yuppies. Nimmst du Ökos, ist es nur was für Weltverbesserer und Müslifresser. Nimmst du junge Leute, fühlen sich die Alten nicht angesprochen und umgekehrt. Ja, und bloß nicht so ein Friede, Freude, Eierkuchen-Ding, wo alle gemeinsam fröhlich am Tisch sitzen und Tee trinken. Dafür muss ich nicht Esperanto sprechen können. Nee. Und ein Propagandafilm schon mal gar nicht. So mit Flaggen und Erdkugel und so. Da kriegen die Leute doch nur Panik und glauben, dass die ganze Welt nichts anderes sprechen soll als Esperanto. Und dass Esperanto die Weltherrschaft übernimmt. Uah. Naja, und Englisch schlecht machen finde ich auch blöd. Ach, weißt du was? Lass uns mal eine Nacht drüber schlafen. Der ist so süß. Das kann doch nicht so schwer sein, den Leuten vorurteilsfrei das Positive an dieser tollen Sprache zu zeigen. Ich kann mir vorstellen, dass viele Esperanto in der Schule lernen würden, wenn sie die Möglichkeit hätten, weil es so viel einfacher ist. Aber Esperanto ist ja leider nicht anerkannt als Fremdsprache in den deutschen Schulen. Eigentlich schade, oder? Ja, wenn alle das könnten, dann bräuchte man ja auf der Betriebsanleitung zum Beispiel nur zwei Sprachen, die Landessprache und Esperanto. Wie viel Papier man da sparen könnte. Ja, die Pizzapackung letztens. Die ganze Rückseite war ja vollgetextet. So eine Schokoriegelverpackung sieht ja auch nicht gerade schön aus. Ja, und die Übersetzung lässt ja auch manchmal zu wünschen übrig. Kannst du dich noch an die Anleitung für die neuen Staubsauger erinnern? Da muss echt weggeschmissen vor Lachen. Ja, du, das hat dann ja sogar für die Firmen einen wirtschaftlichen Nutzen. Ja, selbst Plüschtiere haben oft so einen riesen Zettel dran. Tja, und wie machen wir daraus jetzt einen Kurzfilm? Ich hab's. Ja. Wir machen einen Kurzfilm über zwei, die einen Kurzfilm machen wollen. Genau, und die Figuren, die sehen voll witzig aus. Ja, das ist doch die Idee. Ja.